Oh, hallo, grüß euch Leute von YouTube. Wir schauen auf jeden Fall jetzt Stay Equalizer Official Video vor 7 Stunden erschienen. Ich bin gespannt. Es ist ein Song, der... Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Chat, spoilert mich bitte nicht. Ich bin gespannt. Und wenn du morgen einen Cut hast, dann kann ich dich heilen. It's a wrap. Ab in die Maske. Digga, können wir ihm die Kirchensteuer direkt überweisen? Einfach. Können wir es einfach so machen? Das war ja vollkommen gestört. Das war ja vollkommen... Starke Reaction. So schön emotional und vom Herzen gesprochen. Okay, ich kenne mich gerade absolut gar nicht aus. Echt begeistert davon, wie begeistert du bist. Die hätte man sogar Uncut hochladen können. Aber die Uncut-Version angesehen, nachdem uns so viele Zuschauer angeschrieben haben und die Stunde ging so schnell um. Na, dann kannst du das Feuer ja jetzt nutzen und wieder Musik machen. Kuss. Was ist das jetzt? Ist das ein Diss-Track gegen irgendwen? Oder ist das ein... Ich weiß nicht. Ah, Beat klingt mies. Also, das Sample. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Was ist aus euch geworden? Es geht nur um schnelles Geld. Wie könnt ihr es euch besorgen? Das wird denn öffentlich, damit jeder Zeuge wird. Unterwerfe ich... Das kann schon was, oder? Der hört sich gar nicht an wie Stay. Hört sich gar nicht an wie Stay. Sorry, fühle ich nicht. Ja, Digga, das ist ja... Also ich weiß jetzt nicht, ob das halt ernst... Oder wie ernst gemeint das ist, aber ich glaube, Stay ist so mehr so auf Spaß, oder? Den Beat wie die Kirchengläubige. Oh. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Feier deine Freispiele, ich verfolg dich aus den Träumen. Ich zerfresse deine top. Seele via Korrosion. Meine Stimme ist, was du hörst, bevor der Tod dich holt. Yeah. Was ist mit Kevin passiert? Er war vielleicht etwas dumm, aber wurde respektiert. Er war ein einfacher Junge, gefeiert von den Fans. Doch dann kam das Geld, die Slotmaschine brennt. Was ist nur falsch mit euch? Ihr findet Hit in Streamer scheiße. Aber Casino Placements, geiles Zeug. Er verdient Shane bis zur kognitiven Dysfunktion. Doch hab keinen Vater, der ist Kippen holt. Ja. Okay. Also Front an Rosa Moser. Stay hat Langzeit Rap gemacht? Okay, das hat sich jetzt unfassbar disrespectful angehört. Oh mein Gott. Der macht seit der 19. Mucke, der weiß, was er tut. Ja, na eh, es hört sich nicht schlecht an oder so. Nur ich dachte halt, so Bro, das ist halt alles irgendwie bei ihm zu Hause auch gefilmt, was ja mal ultra sick ist. So, ich dachte halt, wenn er schon ein Musikvideo macht, dann geht er wenigstens raus oder so. Aber nein, muss auf jeden Fall so sein. Aber visuell Bombe, visuell sehr, sehr gut. Ja, und der Rest, also ich keine Ahnung, ich find's cool. Vergessen, was ihr seid. Ihr haltet das alles für so selbstverständlich. Doch seid letztendlich allein. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Ihr habt vergessen, wer ihr seid. Denn macht ihr mal keine Klicks und auch keine Abos, dann seid ihr wohl ziemlich allein. Du bist der nächste Theo, von dir kann man nur enttäuscht sein. Okay, Skurus. Jetzt geht's hier voll gegen die Casino-Streamer, ne? Equalizer. Vielleicht ist es irgendwie so eine Art Payback an alle Leute, die was Schlechtes gemacht haben. Komm zurück auf Twitch und scheiß dann gleich erneut rein. Mit Casino-Placements ziehst du dir Geld und rufst dann auf der Gamescom Free Andrew Tate. Du verspielst dir mehr als Asche, vor allem deine Werte, also wenn du die mal hattest. Deine Fans, süchtig in der Spielo am Zerbrechen. Diese ganzen Schäden kann dir keine Steakkette ersetzen. Schlagen sich 3 Clowns, fast deine rein. Ich mein 3 Clowns, ja, das schließt Tanzverbot ein. Du willst antworten, ja. Okay, die haben Beef. Okay, die haben Beef, das wusste ich nicht. Dann konter mit nem fetten Reim. Oder muss ich Sido dissen, weil der deine Texte schreibt? Ja, ich bin bewaffnet mit den nächsten Zeilen, geht lieber... Sido dissen, weil er deine Texte schreibt? Die von Tanzverbot oder was? Den Nonsense-Rap oder was? Den schreibt Sido? Kein Beef? Normal haben die keinen Beef? Okay, dann ist das Spaß oder was? Ah, okay. Entdeckung, denn das kann auch nicht das Ende sein. Bei mir wird der Insi-Modus leider nichts nützen. Peter Zwickert-Style mit dem Whiteboard von nicht. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Ihr habt vergessen, was ihr seid. Ihr haltet alles für so selbstverständlich. Bruder, der Refrain aber auch ganz tief, ne?
nicht mehr aus der Lunge, das ist schon aus den Zehen kommt die Stimme. Doch seid letztendlich allein, ihr habt vergessen, wo ihr herkommt, ihr habt vergessen, wer ihr seid. Jawohl. Denn macht ihr mal keine Klicks und auch keine Abos, dann seid ihr wohl ziemlich allein, yeah. Sicke Moves auch. Es ist klar, was für ein Pisser du bist. Von Bombenbrand zu insolvent, es wird jetzt bitter für dich. Okay. Also, first of all, ich muss nochmal ganz kurz betonen: Wir sind hier, sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche, aber es gibt so viel, was man hier aufzuarbeiten hat. Der Dude hat einfach nur ein Stativ und filmt sich die ganze Zeit selber in, keine Ahnung, vier verschiedenen Outfits oder sowas. Und das fühlt sich an, als würde ich also ein komplettes Musikvideo erleben. Orange Morange, Skurus, Apo Red. Mein Vater stolz oder denkt er, ach, hätte ich meiner Frau doch lieber damals auf die Titten gespritzt. Yeah, von Mimi aber mal so richtig gefickt und trotzdem empfindet absolut keiner Mitleid für dich. Ja, du bist dir das Opfer, das warst du schon immer. Du denkst, es wird besser, es wird noch viel schlimmer. Bro, die Zeit bei dir war mal gar nicht so nice. Dein Insi-Modus war gedacht als so ein Marketing-Hype. Doch soll mir gesagt, die Taten scheinen doch strafbar zu sein. Du erfindest Ausreden, weil dich Panik ergreift. Du bist nicht lächerlich reich. Und das wäre okay, nur willst du allen zeigen, dass du etwas Besseres seist. Redest von Penthouse, dass du nicht in der Miese bist. Lebst im Sozialbau, kauf dir einen Fliesentisch. Yo, von mir kriegst du einen. Ja, das ist halt so true. Kauf dir einen Fliesentisch. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Als wahres deutsches Urgestein, vor allem wenn du irgendwas mit RTL zu tun hast, dann brauchst du einen Fliesentisch. Unvermeidbar. Aber stark. Also. Am Anfang habe ich gedacht, das ist so mehr so auf Joke-Basis und so. Und ja, wahrscheinlich ist es halt auch so, weißt du, so, haha, ich mache jetzt einen Song und so. Aber das ist nicht schlecht. Das ist alles andere als schlecht. Es wundert mich nur wirklich, dass Zay einfach zu Hause geblieben ist für das Musikvideo. Aber sei ihm gegönnt, keine Ahnung, ist mir doch egal. Du bist broke, also nix hier mit Range Rover. Wenn du Geld brauchst, gehst du gleich fragen und fährst deine Frau in die Arge, im Malzwagen. Du Goofy, bei dir wurde alles exposed. Jeder Versuch, etwas zu retten, ist doch zwecklos. Was Main Character, das ist doch peinlich. Deine Fähigkeiten reichen nicht mal für einen Sidekick. Das ist die Abrechnung und ihr seid der Zeuge da. Das ist mein Signal, das hier ist mein Leuchtfeuer. Alles andere egal, nicht vergleichbar. Ich bin das A und O, ich bin der Equalizer. Das ist die Abrechnung und ihr seid der Zeuge da. Das ist mein Signal, das hier ist mein Leuchtfeuer. Alles andere egal, nicht vergleichbar. Ich bin das A und O, bin der Equalizer. Text und Rap Stay, Beat, okay, Vincent Lee, Shoutout, Paul Ball, Dings, stark, sehr stark, Beat, sehr stark, war sehr episch, erinnert so ein bisschen an NF, heißt der NF, ich glaube, ich höre nicht so, aber NF, ja, glaube ich heißt er, Rap, sehr stark, Musikvideo war mitunter das Beste. Also einfach die Effekte und so. Das hat mich voll erinnert an Terror Reed. Kennst du den? Terror Reed, Uppercut. Das ist auch so ein Lied, was ich voll gefeiert habe. Und das ist halt auch Vollgas so gemacht. Die ganze Zeit mit diesem... Mega sick. Feiere ich extrem. Und zwar, klar geht viel ab und so, aber da kannst du halt aus einem einfachen... Der geht hier einfach nur durch die City und das ist halt komplett... Dings. Und Stay ist halt... Weißt du, steht vor seiner Kamera und das ist halt richtig episch einfach gemacht. Und es wird nicht langweilig und so. Also sehr sick, sehr sick. Upper Red, Orange, Morange und Skurrus wurden hier equalized.